Willkommen zu der heiligen Feier von Starfable. Heute eine Quizfolge. Wie es könnte sein, dass wir das Aussitziger heute mitbekommen. Auf jeden Fall werden wir heute oben weitermachen, weil es in 2 Wochen da ist. Herzlich willkommen! Direkt am Donnerstag die erste Folge hier oben mit der Quest draufballern. Anna. Gleich ist das schon wie am Mittwoch. Ich glaube davor auch. Wir sind auf Mello, aber sie ist heute nicht dabei. Die arme Mello. Oh mein Gott, ich habe es heute noch nicht gepflegt. Inspektor Gaultier. Den sich hat Ausweis bitte. Ich warte. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wo ist dein Sicherheitsausweis? Ich habe keinen. Erinnerst du dich nicht an mich? Sollte ich aus welcher Reality Show? Paradies Jorvik, John Giles Überlebender, Tops Pferd. Das ist keine Reality Show. Okay, ich höre. Ich habe Kommissar Lacroix geholfen. Ich bin der größte Mulddesigner in Jorvik. Ich bin Raptor in Verkleidung. Ich habe Kommissar Lacroix geholfen. Stimmt, ich erkenne dich. Hätte ich an deinem mangelnden Stil sehen sollen. Danke. Du hast Franziska geholfen, ihre Zeichnungen zurückzubekommen. Was sehr nobel von dir war, aber ich darf dich trotzdem nicht hereinlassen. Nicht um die Zustimmung des Kommissars. Kommissar Lacroix hat die Sicherheitsstufe von Franziskas Wohnschau maximal erhöht. Oh mein Gott, wir sind schon... Oh mein Gott, wir sind schon so weit. Wir müssen doch endlich mal die Metall. Aber... Leider haben wir bis jetzt nur ein einziges kellerbeständiges Pferd. Das ist nicht so geil. Warum wurde die Sicherheitsstufe erhöht? Ha, glaubst du wirklich, dass ich das mit einem Nobody wie dir besprechen würde? Ich wette, du weißt nicht einmal, was in der letzten Episode von How I Met Your Horse passiert ist. Von How I Met Your Mother, XD. How I Met Your Horse. Aber du scheinst Kommissar Lacroix eine große Hilfe gewesen zu sein. Ich werde ihn über Funk fragen, ob du hinein darfst. Kommissar, wir haben... Ja genau. Ich meine... Absolut. Natürlich, Kommissar. Ich lasse sie sofort rein. Roger. Ja, es scheint so, als ob Kommissar Lacroix deine Hilfe wünscht. Auf was wartest du? Geh rein. War es nicht das, was du wolltest? Wir können eigentlich auch davor rein. Betritt die Möbelshow. Wir können auch eigentlich auch ohne die Quest zu machen rein, aber... Ja. Kommissar Lacroix. Sieht aus wie da draußen. Oh, als Kommissar sind ja nicht so schön. Es sind jetzt mehr Leute. Ach, die hier hinten habe ich jetzt mal gar nicht gesagt. Die bestehen. Weil da kenne ich jetzt, glaube ich, auch niemanden. Lisa. Kommissar Lacroix. Anna. Toll, dass du zurück bist. Genau, nach dir habe ich gesucht. Anna, das ist eine Katastrophe. Es gibt ernsthafte Drohungen gegen Franziskas Mundschau. Ich bin immer noch geschockt. Das ist eines der schlimmsten Dinge, die ich je erlebt habe. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals so etwas erleben würde. Es ist wie ein Albtraum. Wir haben heute Morgen einen Brief erhalten. Einen Brief mit der Drohung, wenn Franziska mit ihrer Mondschau weitermacht, dann werde es eine noch nie gesehene Katastrophe geben. Im Brief stand, für diejenigen, die Verbrecher an der Mode begehen. Als ob Franziska das je tun würde. Tut mir leid, Anna, ich erzähle dir gleich mehr. Das Ganze regt mich nur so sehr auf. Aber wir müssen jetzt an die Arbeit gehen, sonst müssen Franziska die Show abbrechen. Hilfst du mir, den Bereich zu sichern? Vielen Dank. Mach einen Rundgang durch das Gebäude und stelle sicher, dass es nichts Verdächtiges gibt. Heißt es hier draußen, also außerhalb oder wie? Nee, alles hier hinten, okay. Ah, hier. Rechtliche Steuerung. Alles wird ruhig, nur ein paar Spinnenweben. Alles wird ruhig, nur ein paar Spinnenweben wieder. Der Hintergrund sieht wirklich so aus, so ein Mensch. Ich böse mal an die Menschen, das sieht schön aus. Alles wird ruhig. Keine Spinnenweben. Ich will jetzt wieder runterfallen. Ah, James, was machst du hier? Das geile ist ja, James steht auch da hinten. Oh Mann, ich freue mich so. Komm schon, Raptor, jetzt sing doch. Noch ein paar Minütchen, dann kommt Raptor. Und ich singe mein... Alles, was ich will, ist mein Song, mein Song. Mein Song, mein Song, mein Song. Wer ist das? Sie hier! Sie kommt mir verdächtig vor. Nein, sie ist nicht ruhig. Sie ist verdächtig. Sie hat einen Polizeistern an der Schulter. Ja. Das ist sehr verdächtig. Niedriges hat zu Sternchen über sich schweben.
Wartet ihr alle auf Raptor Single? Ich auch. Bei der Quest. Ist der Bereich gesichert, Anna? Spinnenweben? Was meinst du damit? Die Show ist in Gefahr. Und du redest über Sauberkeit. Tut mir leid, ich bin nur ein bisschen gestresst wegen allem. Wir müssen uns darauf konzentrieren, dass Franziska Igonzellas Show nicht sabotiert wird. Als der Leiter der Bodenpolizei kann ich das nicht zulassen. Anna, es gibt etwas, das ich dir nicht über die Drogen erzählt habe. Den schlimmsten Teil. Ich konnte nicht einmal Franziska davon erzählen. Deshalb muss es unter uns bleiben. Mit dem Brief kam ein Paket mit einem Kleidungsstück aus einer von Franziskas Kollektionen. Der Pullover war von Motten zerfressen und völlig zerstört. Macht so etwas mit einem Pullover. Ich lasse nicht zu, dass jemand die Show ruiniert. Anna, könnte ich dich um einen weiteren Gefallen bitten? Könntest du die Elektronik und die Pyrotechnik überprüfen? Vielen Dank. Okay. Nur das Tipp, ich habe eher das Gefühl, dass jemand die Klamotten von ihr zerschneidet hat. Nicht böse gemeint. Wir setzen uns dann lieber Rob, ne? Wo ist Bob? Oder ist es Bob und der Rob fehlt? Rob fehlt, das ist Bob. Habe ich jetzt mal falsch gesagt. Oh, will ich mich nochmal auf die andere Seite. Pyrotechnik gesichert. Claire ist auch hier. Soll ich nicht dann drüben weitermachen können? Oh Mann! Dumme Quest. Was war das? Ja, da hatte ich mir auch gerade so, wir denken am gleichen Gedanken. Was war das? Wirklich? Ich dachte gerade wirklich so, was war das? Auch wenn ich sage schon, ich dachte wirklich so, was zum Teufel war das? Hat alles wie geplant funktioniert? Du hast etwas Seltsames gesehen? Was meinst du mit seltsam? Tut mir leid, Anna, wir haben keine Zeit darüber nachzudenken, ob du etwas Seltsames gesehen hast oder nicht. Darüber können wir reden, wenn die Bodenschau vorbei ist. Vielen Dank für deine Hilfe bei der Sicherung des Bereiches, aber ich übernehme. Könntest du jetzt Franziska gehen und berichten, dass sie die Mondschau wie geplant weitergehen kann? Bis bald. Was ist eigentlich hier? Wann kommt Raptor eigentlich hier? Ey, ist ja geil, wie sie mir losläuft. Anna, ich bin überrascht, dich so bald wiederzusehen. Aber ich freue mich, dass sich die Kleider, die ich gegeben habe, dazu inspiriert haben, dem richtigen Modetrend zu folgen. Einmal noch. Das sind tolle Neuigkeiten, Anna. Ich habe versucht, dem Kommissar klarzumachen, dass der diese Drohung viel zu ernst nimmt. Natürlich glaube ich nicht, dass die Drohung echt ist. Es ist wahrscheinlich nur eine völlig unmodische Person, die zu viel Zeit und keinen Sinn für Mode hat. Ich meine, einen Brief zu schicken, das ist etwas, was die Leute gemacht haben, als meine Großmutter jung war. Wenn du nichts weiter sagen hast, muss ich dich bitten zu gehen, Anna. Wir müssen eine Show vorbereiten und ich brauche diesen Bereich hinterm Laufsteg als Rückzugsort für eine super trendigen Menschen- und Fashion-Models. Also, ich werde dich das nicht sicher bereuen, aber wenn du willst, kannst du hier bleiben, solange du mithilfst, okay? Aber du darfst nicht auf den faulen Haut liegen, sonst lasse ich dich vom Kommissar rauswerfen und zwar schneller, als du trendy sagen kannst. Prima, dann verstehen wir uns. Ein großer Koffer mit Kleidern und Schuhen für die Modeschau sollte inzwischen angekommen sein. Natürlich hat sich die Lieferfirma, die ihn bringen sollte, verfahren. Aber inzwischen ist vermutlich angekommen. Wo ist in mir? Also gut, los geht's. Gleich geht Raptor raus. Raptor kommt gleich. Das muss der große Koffer mit Kleidung für die Modenschau sein, von dem Franziska gesprochen hat. Das machen wir gleich. Jetzt gucken wir erstmal, kommt Raptor jetzt. Um jede volle Stunde soll er kommen. Jetzt ist eigentlich voll. Wahrscheinlich ein bisschen zu spät. Wir setzen uns jetzt hier hin. Jetzt müsste er loslaufen.
Gesang, Mann. Hier gucken. Okay, Raptor. Raptor. Ich habe so verstanden, dass der immer wieder kommt. Ja, Raptor. Ich habe so gelesen, dass er um jede volle Stunde kommen soll. Raptor. Oder muss man die Quest dazu gemacht haben? Auf jeden Fall sei ich dann hier bei Raptor leider nicht kommen will. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. Noch winken. Ciao, ciao.